Aloha und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead oder wie wir auch einfach sagen, zu den mordgeilen Spaziergängern. Ja, und ich bin heute nicht alleine. Und zwar habe ich mir das letzte Mal so fast in die Hose geschissen, dass ich mir glatt gedacht habe, ich lade mal meinen besten Freund ein. Ihr kennt ihn alle, den Danny. Hallo. So, und dass eine Zombie-Apokalypse gar nicht erst Not tut, um die Welt aus den Fugen zu geraten, das merke ich gerade so an den letzten Tagen. Um das mal noch kurz zu erwähnen, denn wir sind, also da wo ich wohne jetzt weniger, aber der Danny eher ja schon teilweise betroffen von der Katastrophe. Oder man Was? könnte, naja, du bist ja teilweise von diesem von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Naja, Teilweise. Jetzt auch nicht mehr ganz. der Strom war weg. Ja, Das das war war. alles. Ja, muss dazu sagen, er wohnt, da wohnt, ist ein etwas sehr hochgelegener Punkt. Ja. Looks expensive and heavy. Doubt any looters would be able to haul that thing too far. Ja, warum soll auch jemand einen Tisch klauen? Ich dachte. Nein, da war doch was. Da war doch was. War das hier unten? Nein, nein. Da war doch gerade die Hand. Erstmal angucken. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. Wir nehmen sie. Vielleicht finden wir ja Chuck wieder. Probably not the best idea right now. I need to stay frosty. Ja, interessant. Man muss dazu sagen, in der letzten Folge sind wir ja in dieses Haus geflohen. Der gute Omid, einer von den neuen Charakteren, die wir kennengelernt haben, hat sich das Bein gebrochen, als er von der Brücke auf den Zug gesprungen ist. Und jetzt haben wir ja das Problem, wir sitzen jetzt hier fest und wir wissen nicht, was aus Chuck geworden ist, der ja noch einen Zombie weggetrieben hat, um die kleine Clementine vor ihrem sicheren Tod zu bewahren. Gucken wir uns erstmal das Hundefutter an, weil Hundefutter ist wichtig und nährreich und in solchen Tagen vielleicht das beste Nahrungsmittel. Hope we never get desperate enough for food that this starts looking appetizing. Das sind wir schon bereits, Lee. Schabby Deutschland, gefällt mir. I'm not that hungry. Besides, I need to finish checking the downstairs. Also nichts mit Chubby. Schade. All empty. Na gut, der Hund kann es eh nicht mehr fressen. Denn der Hund ist ja ein bisschen, ja, sagen wir ein bisschen. Aber die Menschen können es fressen. Ja. Nothing. Water's off. Ich meine, immerhin Hundefutter, ne? Ja. Kein Strom, kein Wasser. How's it coming? Ich weiß gar nicht jetzt so richtig, was wir überhaupt noch machen sollen. Kühlschrank, was finden wir da? All cleaned out. Was war das denn eben gerade für eine Stimme? Das war, glaube ich, die Camilla höchstwahrscheinlich. Mein Dog Walter. Ach, Walter hieß er. Tja. Dumm gelaufen für Walter. Ob das vielleicht so ein Gag oder ein Bezug auf Walter White hat? Warum? Könnte ja sein, man weiß es nicht. All empty. Alles beides ja EMC-Serien, so gesagt, so gesehen. Und sie klingt auch, wenn man vom Namen her mal hört, mit Walter White meine ich jetzt Walter White aus der Fernsehserie The Breaking Bad. Breaking Bad, wenn dann. Nicht so Breaking Bad. Ach ja, Breaking Bad. da waren sie erst sehr weggelassen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Uhr an. Ist hier noch was Nützliches zu finden? Must have stopped working a while ago. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt doch gar nicht mehr, was wir überhaupt machen wollten. Irgendwie müssen wir ja den Omid verarzten, das weiß ich jetzt. Ich nehme jetzt einfach die Hand. Ich weiß ja nicht, was für Symbol geht. Ah, er meint bestimmt wieder die Flasche. I'm not that hungry. Besides, I need to finish checking the downstairs. Ja, wir wollten uns hier umsehen, aber ich weiß nicht mehr, nach was wir uns hier umsehen wollten. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen.
Normalerweise gucke ich ja immer noch mal kurz in die letzte Folge rein. In dem Fall jetzt war es mal jetzt nicht so. Hundefutter. Na, wenn denen sein Bein gebrochen ist, dann brauchst du vielleicht irgendwas für den sein Bein. Ja, aber wir haben ja auf der einen Seite noch Medikamente bei uns und das ist hier, na gut, wir gucken gerne noch weiter. Ach, und die sitzen alle nur da. Ja, wie immer. Die kleine Clementine, das ist Christa und der verletzte Omid. Keine Ahnung, ob einer von denen mal. Oh, was haben wir hier? Bilder? Not exactly my style. Ja, und meiner auch nicht. Okay. Nothing hiding in here. Ja, aber im Klo gab es da keinen Badschrank, wo man Medizin vielleicht aufbewahren könnte. Ja, für die hat's übel getroffen. Mir tut nur der Hund leid. Den mussten wir ja ausbuddeln. All clear in here. Ah ja, gut, nochmal alles absichern. Alles klar, jetzt weiß ich wieder alles absichern nochmal. Nicht, dass dann doch hier irgendwelche Walker, Beißer, also wie man sie in der Serie nennt, nicht hier noch anwesend sind oder andere ungewünschte Gäste. Auf der einen Seite haben wir jetzt nicht nur das Problem mit dem Walker. Jesus! Oh. What happened? It's nothing. Just nothing. Well, place ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Das sagst du einfach mal. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? Das klang wie Kenny. Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Okay. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Okay. Und irgendwas ist doch hier ein bisschen koscher an der Sache. Ladebildschirm! Oh, das ging schnell. Ja. Kenny? Kenny, you okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Oh. Ja, für Kenny gerade etwas heftig. It's just a kid.
happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Machen wir ihm etwas Mut. Now it's just a kid who needs your help. You can do this, Kenny. You need to do this. I know. I just... Oh God. Ja, geben wir ihm die Knarre. Er kann das. Here. This'll make it clean and quick. Kann auch natürlich jetzt nach hinten losgehen. I know that you can. I couldn't even help my own boy. That was your own flesh and blood. No father could have done that. But you can help this boy. Do what's right for him. Send him on his way. Ja gut, wir haben Kenny geholfen. Ich wollte nicht schon wieder lesen, er wird sich das merken. Das ist ja auch immer so, dass man solche Einblendungen, wo dann immer nicht weiß, wie sich das dann auswirkt. Natürlich kann das jetzt auch dumm gewesen sein und er knallt sich jetzt selbst weg. Oder der Zombie beißt ihn. Durch irgendein Blödsinn. Nein, das ging schnell, kurz und schwarz ist. We should bury him. I'll take care of it. Ja, auch irritierend fand ich ja den Tod von Katja, also seiner Frau, die sich ja offenbar selbst weggeschossen hat. Genau, habe ich das nicht mitgekriegt. Sehr krasse Sache. Und wir bringen den Kleinen jetzt mal zum Hundegrab. Ist er wieder mit seinem Freund zusammen? Richtig. Dem Walter. Fifi, komm, komm. Da ist dein bester Freund. Walter sieht aus wie eine Ratte. Bah. Na, jetzt verbuddeln wir erstmal die beiden. Ist schon eine etwas heftige Szene. Ach ja, der Danny wollte mal drauf achten, wie lange ich schon aufnehme. Ich bitte, also. Ja, was für Parts machst du denn, du? 20 Minuten oder was? Ja, so. Na gut. Gucken wir ihn uns noch einmal an. Und jetzt Rapf mit dem Träger. Sagen wir mal, in so einer Welt ist der Tod schon etwas Alltägliches geworden. Gucken wir jetzt nochmal an, weil eine Schippe nochmal drauf hauen kann ich anscheinend gerade nicht. Ja, jetzt. Boah, das dauert aber. Da haben sich viele über die über das Vergraben von Truhen bei Rhythm beschwert. Oh oh. Ist das der geheime Mann? Hey! Hey! Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on?
saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. We only checked the house to make sure it's secure. We didn't really toss the place. We're low on food, water, meds, ammo. We should make sure there's nothing here we can use before we move out. Well, you search it if you wanna. I'm done with this house. We came to this city to find a boat, and that's just what I'm gonna do. Maybe it's not such a bad idea to check the place one more. I said I'm done with this house! Ja, das ist wieder der gute alte Kenny, wie man kennt. Impulsiv und gar nicht erst versuchen zu planen oder zu überlegen. We can do both. Ben, you take one last look around the place. Grab anything that looks useful, while me and Kenny go down to the river to get us a boat. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Bleib hier und hilf. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Ich komm wieder. The light's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. Aber häufig ist das ja so, wenn einer ein Schwarzer sagt, so, er kommt wieder, stimmt das nicht ganz. That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. Ah, schlechte Wahl. Well, just so we're clear. Ja. While I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Scheiß Entscheidung, wie ich fand. Weil beim letzten Mal ist er ja weggerannt, statt sie zu verteidigen. Okay. Aber gut, was soll's. Infiziert. East Bay Street, Lincoln Street. Und ein rostiges, kaputtes Auto. Da werden wir wohl nicht mehr weit mitkommen mit der Kiste. Na, was so gerade in Kenny vorgeht, das weiß ich leider auch nicht so wirklich, aber. Ich denke, ihm zu motivieren, zu helfen, ist vielleicht die beste Entscheidung. Jetzt sind wir ja sozusagen eh der Anführer. Denn die Alte hat uns ja sitzen lassen mit dem Mobil. Keep your eye out for Chuck. He might be waiting for us around here. Yeah, sure. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. What in the hell is going on? Und der Unbekannte von, das könnte von Vorteil sein. Maybe whoever's ringing that is just trying to distract us, create a diversion.
Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Wir wissen es nicht, denn ich glaube, dass es gar nicht mal so gemeint ist. Ich denke mal, dass dieser Fremde diese Zombies von uns weglocken will. Das ist so meine Theorie, aber warum, das weiß ich noch nicht. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my god. There's gotta be a boat. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Das ist typisch Kenny. Also, er sieht das auch nicht ein, wenn er dann eben halt es keinen Sinn ergibt. Er gibt zwar nicht schnell auf, das ist ja auch eine tolle Eigenschaft, aber wenn etwas keinen Sinn hat, dann sollte man sich vielleicht nach Alternativen umsehen, überlegen. This one might still be salvageable. Seriously? You got a better fucking idea? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass das wieder in die Hose geht? Ja, ich werde jetzt hier an der Stelle einen Schnitt setzen und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play The Walking Dead. Tschüssi. Ja, mit Danny demnächst mal auch dabei wieder. Bis dahin, viel Spaß.